zahlreicher Schülerzeit. Zum allerersten Schultiv-Vortrag, zum allerersten offiziellen Schultiv-Vortrag. Und ja, wollen wir einfach mal ganz eiskalt einsteigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch zu Hause schon ein bisschen mit der Geschichte von dem Schultief beschäftigt habt. Das ist das, was Wikipedia drüber sagt. Die sagen hier, dass in der Zeitschrift Everyday Practical Electronics im Jahre 99 ein gewisser Z.K. Panik das allererste Mal diese Schaltung veröffentlicht hatte. Ja. Und dann steht noch ein bisschen was zur Funktionsweise und so fort da. Libby und ich, wir haben uns natürlich zusammengesetzt, haben das durchgelesen und gesagt, was, 1999? Kann es sein, muss doch schon viel länger geben. Ne? Und da sind wir dann vor kurzem durch ein Facebook-Mitglied hier auf den Sperrspringer drauf aufmerksam gemacht worden. Wir haben herausgefunden, dass die, hier unten ist die Schaltung davon. Genau, so. Dass die ähnliche Schaltungen für Uhrenantriebe eingesetzt worden sind. Nur haben sie es da höchstwahrscheinlich so gemacht, dass der Transistor nicht durch die eine Spule Bescheid bekommt, wann er schalten soll, sondern dass dann noch ein mechanisches Pendel dran gewesen ist, wodurch das Ding dann zwischen 2 und 5 Hertz geschwungen hat, steht da noch weiter unten ungefähr. Ja, also es ist dem Schultief auf 99% ähnlich, aber dieser kleine Tacken, dass diese zweite Spule dafür genommen wird, dass der Ausschaltstromstoß dann zum Schalten genommen wird, ist hier so noch nicht mit dabei, so habe ich jedenfalls interpretiert. Die Uhren übrigens, ne, so. Was war das? Ne, so 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts. Die ganz alten Uhren, die haben ja auch so eine Feder. Die ganz guten alten Schickschutz. Wir gucken, uns ging es halt rum, wir sind 99, das könnte ja nicht stimmen. Ja, das muss noch ein bisschen älter sein. Das kann ja nicht sein. Ich meine, Meissner Oszillator haben bestimmt auch schon mehrere gehört, die sich mit Bettini beschäftigt haben. Das ist auch so ein ähnliches Prinzip gewesen, ist 1913 patentiert worden. Und damals gab es halt noch keine Transistoren, sondern haben sie eine Röhre genommen. Eine einzelne. Und die hat dann eigentlich das Ähnliche gemacht. Hier den meisten Oszillator haben sie damals gebraucht, um Radio zu senden. Das ist als Radiosender konzipiert worden. Ja, also ist vom Grundaufbau her, dass zwei Spulen auf einem Eisenkern oder ich weiß nicht, ob es damals schon Ferrit gab, jedenfalls schon sehr viel älter als 1999. Und wird auch heute schon teilweise in den normalen Konvertern, Invertern eingesetzt. Ja, haben wir gestern noch ein bisschen nachgeguckt und sind hier auf die Gegentaktflusswandler gekommen, wo wir hier auch gedacht haben, wir lesen richtig. Da wird also heutzutage schon der Freilaufstrom, ne, was ja eigentlich, was ich momentan interpretiere als Ausschaltstrom, der Freilaufstrom. Auch schon in der Zeitspanne, wenn der Transistor ausgeschalten ist, zurück ins System eben einfließt. Also es wird der Ausschaltstromstoß heute meiner Interpretation her auch in den normalen elektrischen Geräten irgendwo mit verwendet. Also von der Effektivität her dann wird es dann höher als normal. So, dann gucken wir uns mal an, wie der Schultief ganz simpel aufgebaut ist. Das war was gewesen, was ich da neulich noch gefunden hatte. Was ich eigentlich auch gesucht habe und die das dann schön erklärt haben. Hier haben wir eine normale Batterie. Das hier oben ist unser Ferritkern. Hier haben sie es einfachheit halber mal so gemacht, dass sie die eine Wicklung auf die Seite gemacht haben, die andere Seite auf die andere Seite. Also wir werden es dann wahrscheinlich so wickeln. Auch sehr gut. Dass die zwei ineinander sind, geht ein bisschen leichter mit Wickeln, geht dann genauso. Ich habe dann auch noch eine Grafik da, wo es dann so gezeigt wird. Und wollen wir uns einfach mal angucken, was jetzt der Strom so nach und nach macht, nachdem wir die Batterie anschließen. So, jetzt kommt die Batterie ran. Der Strom fließt jetzt in unsere... geht in beide Bindungen. Und baut deshalb hier drinnen ein magnetisches Feld auf. In diesem Teil. Jetzt wollen wir mal kurz Stopp machen. Wo ist es hier? Okay. Und dieser Kern hier in der Mitte, der wird dann praktisch immer stärker. Je mehr Strom da drauf kommt, desto stärker breitet sich das Magnetfeld aus. Und wenn es dann an seinem Maximum ist,
dieses Feld, was jetzt gleich der Fall ist, das Feld wird immer stärker, wird immer stärker, wird immer stärker, reicht dann irgendwann aus, um hier den Stromfluss abzukappen, das heißt, der Transistor geht wieder auf und in der Spule entsteht jetzt der sogenannte Ausschaltstromstoß. In dem Moment, wenn man praktisch einen künstlichen Magnet erzeugt hat mit einer Spule und einem Eisenkern in der Mitte und da den Strom ganz schnell wieder wegnehmen, bricht das Feld in sich zusammen. Also der magnetische, der künstliche Magnet hier drinnen, der sehr verritt ist, der normalisiert sich wieder. Und bei dem Zusammenbruch entsteht ein riesengroßer, ganz kurzzeitiger Ausschaltstromstoß. Und der reicht jetzt aus, um die, das ist der ganz große Ausschaltstromstoß, die LED hier vorne dann leuchten zu lassen. Ja, und wenn das dann vorne ausgeschwungen ist, geht es dann wieder los, weil das hier oben dann wieder frei ist. Moment. Thank you. Jetzt machen wir kurz zurück. Das war so ein bisschen kurz gewesen. Ja, praktisch, wenn sich das dann wieder entladen hat, das ganze Teil, ist ja hier oben auch das Magnetfeld wieder weg. Das heißt, der Strom kann erst in die eine Spule wieder rein und kann hier den Transistor wieder zum Schalten anregen. Also schaltet der Transistor dann aber vollkommen zwischen an, aus, an, aus, an, aus. So ist bis jetzt meine Interpretation darüber. Also glaubst du, dass die LED gar nicht leicht durch den schwachen Anfangsstrom, sondern eigentlich das Blinken oder das Leuchten kommt nur durch den hohen Ausschaltstrom zustande, weil sonst wäre es eigentlich nur 1,5 und dann würde die nicht leuchten. Genau, ne? Genau, okay. Genau, richtig. Mhm. Ja. Ja, das ist das ganze Geheimnis eigentlich, wieso das dann zwischenzeitlich auch als freie Energiemaschine propagiert worden ist. Ne, wenn da Laien sowas sehen, die sehen da, ach, hier hast du 1,5 Volt und das Ding braucht 4 Volt. Oh, und wenn das da leuchtet, oh, das halt, das brauchen wir nicht mal drüber reden, ne? Spannung ist halt was anderes als Stromfluss. Ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis hinter diesem Teil. Und anstelle der LED kann man da natürlich auch Batterien anschließen. Dann kannst du mit einer 1,5 Volt Batterie auch Batterien laden, die dann höher sind, meinetwegen 9 Volt Block im extremsten Falle. Ne? Wird zwar ewig dauern, aber ja, vielleicht auch gar nicht so ewig, wenn du vorne ordentliche Batterien dran hast und hier dann einen schönen fetten Transistor. Eine Batterie, die Batterie dann sitzen. Bitte? Mit der Batterie dann die Batterie laden. Zum Beispiel, na, wir wollen dann halt darauf hin, dass wir Solarzellen nehmen. Ne? Dass du eine kleine Solarzelle hast, die dann, wenn es draußen ein bisschen schattiger ist, meinetwegen nur 6 Volt liefert, du es auch eine 12 Volt Batterie dranhängen hast, dann kannst du mit so einer Schaltung dann trotzdem die Batterie zumindest gut bei Laune halten. Das ist gut. So. Hier haben wir nochmal das Schaltbild, so wie wir den dann bauen werden. Ja, hier haben sie die zwei Wicklungen einfach übereinander gemacht. Das ist aber dasselbe Prinzip. Wenn auf die eine Wicklung Strom drauf geht, wird hier das magnetische Feld aufgebaut. Und dann, wenn das so weit aufgebaut ist, dass praktisch kein Strom mehr fließen kann, schaltet er ab und der Ausschaltstromstoß wird in die LED eingeleitet. Ja, anstelle von dem Widerstand, der hier vorne dran ist, haben wir dann kleine Drehpotentiometer, kleine verstellbare Widerstände. Und wenn man die dann eingebaut hat, kann man die Frequenzen schön durchtesten. Und da geht dann der Spaß eigentlich erst richtig los. Wenn man mitbekommt, dass die LED hier unten unbedingt linear immer heller wird, je weiter man auftritt, sondern dass man heller wird, dann wieder dunkler, dann wieder heller, dann wieder dunkler. Das hat dann was damit zu tun, mit welcher Frequenz der dann schaltet. Und bei bestimmten Frequenzen ist es effektiver und bei bestimmten Frequenzen eben nicht so. Und da kommt dann, hat dann auch viel mit Musik und so weiter zu tun, mit den ganzen Frequenzen. Da kommen dann die ganzen Verbindungen zu. So, jetzt haben wir noch hier oben, hier ist noch meine Tesla-Keule, da ist noch das Zylinder. Ja, was ist jetzt eigentlich auch schon mit der Geschichte vom Joule-Tief? Jetzt frage ich mal in die Runde, gibt es zur Geschichte vom Joule-Tief oder Funktionsweise noch irgendwelche Fragen? Ich bin ein bisschen irritiert mit, mit dieser nostalgischen Joule-Tief-Schaltung, die wir da auf Wikipedia kurz gesehen haben, mit der Röhre, ja? Ja, meistens Oszillator-Schaltung. Ah, der meisten Oszillator war das, ja.
die braucht natürlich schon an selber auch genug Energie, damit die überhaupt dann warm wird. Ne? Natürlich, also, das muss natürlich da ist nur ein schnelles Schalten gegangen und weniger man Energieverbrauch oder so. Genau, richtig. Ja. Das ist höchstwahrscheinlich wirklich nur deshalb konzipiert worden, um irgendeinen Sender zu haben. Ja, okay. Da war der Stromverbrauch nicht so wichtig. Ne? Ja, hier ist nochmal halt, hier war eine schöne Animation drauf gewesen. Das ist auch nochmal mit kleinen Punkten als Strom gezeigt. Das ist praktisch unsere zwei Spulen, die wir auch bei uns jetzt hier haben. Und hier ist dann, die haben noch eine dritte Spule mit dran gemacht, die sie dann als Antenne gewonnen haben. Was ist denn, ne? Das war die Antenne, die gesendet hat. Okay. Und mit dem Botte, den man da zwar da nicht sieht, verstellt die Frequenz und stellt sie hinein. Ne? Ganz. Das ist unten dann der Widerstand auf klassisch, genau. Ja. Ja. Beziehungsweise kann man sagen. Ja, den hast du eigentlich dann. Das ist schon ein bisschen anders, ne? Deswegen waren das ja früher alles, denke ich, nur Röhrenfernsehgeräte. Und das hat diese Röhren haben wir dann alles so lang, ob das empfangen und dies und das. Und also das Bild halt. Da kann ich mich gar nicht so sehr mit aus. Also ich habe mir so gemerkt, dass die Transistoren dann irgendwann einfach die Röhre abgelöst haben, nachdem die dann irgendwann in den 70er Jahren massenreif geworden sind. Ne? Ja, das ist der klassische Nachfolger von der Röhre, ne? Der Transistor. Oh, und die Röhre musstest du halt hier, ne, mit einer Fremdspannung erst anheizen, mhm, und das entfällt dann beim Transistor halt eben. Dass das dann so funktioniert, wie es funktioniert. Aber die Haltbarkeit halt ist bei Röhren da so. Da bin ich, weiß ich es gar nicht so genau. Also wir haben schon einen Haufen Transistoren kaputt machen können, ne? Aber gut, wenn man so meistens nur durch irgendwelche kleine Fehler, die nicht hätten sein sollen, aber wenn wir eine Maschine haben, wo die Transistoren drin sind, also bis jetzt toi toi toi. Ich dachte, die dürfen nie eigentlich heilen, Transistoren. Ne? Die haben eine Schaltanzahl. Ja, richtig. Maximale Schaltanzahl. Könntest du auch mal bedienen. Aber dann wird wieder interessant. Die Röhre holt schon länger, als ein Transistor so. Weil ja auch manche sich bei diesen Schaltungen, wie zum Beispiel in Schultief, hier wundern, dass die diese großen Ströme schalten können, ohne dass sie warm werden, was ein Kühlkörper braucht. Ne? Hier wird ja lediglich der Ausschaltstromstoß rausgenommen. Und da kann ja kurzzeitig viel, viel höher sein, als was der Transistor eigentlich verträgt. Ne, auf dem Transistor kann draufstehen, dass er was denn, 400 Volt oder sowas verträgt. Und dann kann die Spitze von dem Ausschaltstromschuss aber durchaus 1000, 2000 Volt sein. Das Ding geht trotzdem nicht kaputt, weil das eben so kurz ist. Wenn es die 1000, 2000 Volt Mühe länger da wären, würde der vielleicht kaputt gehen. Aber dadurch der Ausschaltstromstoß eben so eine ganz spezielle Kurve hat. Beim Joule-Tief, also kannst du den Transistor, den Stromstoß, den Ausschaltstromstoß, der ist nicht so schlimm, aber wenn die dementsprechende Frequenz dann noch da ist. Also die Kombination beider Faktoren, hohe Frequenz, dann kühlt er die auch davon. Eine hohe Frequenz, der Ausschaltstromstoß ist nicht so wichtig, aber wenn er über seine maximale Schaltleistung pro Sekunde hinwegkommt, das macht er dann heiß und fetzt er. Also nicht nur der Stromfluss, sondern die Schaltfrequenz auch. Könntest du da auch in der zweiten Animation noch was wegen den zwei Stromrichtungen, das fand ich sehr, sehr erwähnenswert. Das stimmt allerdings. Okay, also hier gehen wir mit unserem Strom rein und die Stromrichtung geht in diese Richtung. Ja. Bis dann irgendwann das Feld so sehr gesättigt ist, dass dann hier drin nichts mehr fließen kann. Und dann, wenn es ausschaltet, dann müsste aber normalerweise, Libby, jetzt gut, dass du es gesagt hattest, auch in dem ein gewisser Back-EMF direkt auf den Eingang zurückkommen. Da streiten wir uns nämlich mal gerade noch ein bisschen drüber, ob die Systeme dann auch Einfluss auf deine Quellbatterie haben. So wie es mir momentan vermuten, pulst es dann genauso auf deine Quellbatterie teilweise mit zurück. Das ist interessant, ja. Gibt es denn die Bauteile, die das ähnlich tun? Durchlassen? Ja, die Diode. Die stehen normal. Kannst du auch noch ein bisschen. Das Problem ist aber, dass er halt nur in eine Richtung durchrichtet, die Diode. Und wir brauchen aber beim Anschalten brauchen sie in die andere Richtung, dass er fließen kann. Das ist das Problem. Ja, und beim Ausschalten, wenn wir jetzt davon ausgegangen sind, dass wo wir den Strom reingeschickt haben, dass der in die Richtung geflossen ist, haben wir ja durch unsere
Da gibt es so berühmte Regeln, wenn man da so Motoren, Elektromotoren, gibt es so die rechte Handregel und die linke Handregel. Warte mal, so hier. Genau, das sind dann irgendwie drei Richtungen, einmal so eine Richtung, einmal so eine Richtung, einmal so eine Richtung. Das eine heißt irgendwie die magnetische Flussrichtung, die elektrische Stromrichtung und das andere wäre eine Kraftwirkung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was war, ist aber wurscht. Jedenfalls, was ich mir gemerkt habe, der Generatorstrom ist andersrum gepolt als den Strom, den er reinschickst. Hat auch zum Beispiel Lindemann in dem einen Video sehr schön erklärt mit seinem Elektromotor, genau. Als ich daran kannst. Also das nur mal so zum Grobverständnis. Ah, dass der generierte Strom immer die andere Richtung hat. Das ist gut, dass du das gesagt hast mit der Sättigung und dann kein Rückfluss mehr möglich ist. Das müsste ja dann der maximale Scheitelpunkt sein, wo dann der Rückfluss anfangen sollte, beziehungsweise wo der Transistor dann schaltet. Ja? Mhm. Das heißt, da muss man sich schon auch mit dem Transistor beschäftigen, dass der die richtige Schaltspannung dann hat. Ne? Also, dass man den richtigen Transistor nimmt, dass der, weil das war der maximale Sättigungsgrad, wäre das Maximum, was am Back-EMF zurückkommen würde. Ja, ne? Ja. Und den zu herauszufinden, ja, deswegen steht, Ostsee hat sich ganz. Ostsee haben wir eins da. Ach doch, ja, das super, ja. Ja, da sind wir dann bei Windungsanzahl, Drahtstärke und richtiger Transistor. Mhm. Obwohl das mit dem richtigen Transistor man vielleicht über den Vorwiderstand nehmen könnte, aber das perfekte True-Team ist ja sowieso über den Vorwiderstand. Das ist ja der Optimum, ja. Oder nee, kurzzeitig über den Vorwiderstand. Ja, bei 1,5 Volt ist es so, aber ich würde mal sagen, wenn wir mit der Spannung höher gehen, wird ja die Spannung auf der Trigger auch immer mehr. Das wird dann schwierig. Sicherung ja nicht verkehrt, macht ja auch nichts aus, kann man mitnehmen. Das bleibt bloß, dann ist ja sicher, dass nichts passiert. Ja, mhm. Mhm. Ja, das ist Sicherung, ist was für Anfänger. Du musst ja die Gedanken machen. Da kommst du bei der Sicherungstasche nicht zum Morgen. Da machst du es dir allein, das ist der Scheiß. Nein, passt eh. Das müsste schon gehen. Ja, dann wäre es ja optimal wirklich, wenn dann hier die Windung so ausgelegt wäre, dass der Widerstand hier wirklich sinnlos wäre, dass die Wicklung dann der Widerstand an sich wäre. Das wäre dann das. Egal, was ich an Wicklungen bei mir probiere, bei meine, oder an Ringgrößen probiere, 1,5 Volt ist super. Sobald ich höher gehe, wird man da Transistor haben. Also bei 3 Volt oder 5 Volt oder 9 Volt habe ich Versuche aufgegeben, ja, weil so viel Transistor kann ich nicht wegschmeißen, ja, also, oder bestellen. Und da bin ich jetzt bis 60 Volt bin ich jetzt gekommen. Das Problem ist, dass du wenig Windung. Das ist möglich, ich bin sehr niedrig. Also ja, aber unbedingt. Ich habe jetzt den normalen, den SSG von dir, den doppelten, den du zuerst gezeigt hast, halt als Transduktor mit dritter Wicklung noch. Und eine 100-200 Wicklungen drauf, da kann ich jetzt bis 60 Volt gehen. Kommt aber darauf an, was ich am Ausgang habe. Der Ausgang muss darauf ausgelegt sein. Also ich muss am Ausgang auch LEDs haben, die 60 Volt vertragen. Sonst schaltest du das Ding kurz ein und. Das und dann siehst du da die LED, nur die LED dann, ne? Ja. Und kurze Frage von mir, also ich bin jetzt nicht so technisch so wie jetzt, aber es gibt ja auch für zum Beispiel PC-Systeme, die ja auch sehr heiß werden teilweise, wenn die viel Leistung müssen. Mhm. Da gibt es ja schon solche Tüftelleute, die halt das zum Beispiel in Öl, ihr Kühlsystem in Öl komplett mal legen und da ist ja halt nichts wie Wasser und Osten und so weiter, das ist alles ja, wenn man so ein Teil, was so extrem heiß wird im Öl, dann ist das mit der Hitze eigentlich auch gegessen. Aber die Hitze ist deswegen nicht weg, sie wird halt noch besser verteilen. Die Darm Hitze ja hauptsächlich erstmal, damit das Ding immer durchkriegt. Aber wir gehen ja davon aus, dass wenn irgendwo Hitze entsteht, ist es sinnlos, ist irgendwas falsch. Ja. Ja, weil irgendeine Reibung da halt ist. Genau. Hitze ist verschwendete Energie. Ja, das ist genau. Die Geräte werden heute gebaut, dass es so klein sein soll wie möglich, dass es so billig sein soll wie möglich zum Herstellen. Und natürlich, wenn es mehr kaputt gehen soll. Ne? Das halt. Ja. Die Glühbirne, die halt immer noch hier in San Francisco hängt. Ja, mit 5% Originalspannung, aber trotzdem. Macht das nichts. Ist doch immer noch warm. Also. Ja, klar, wenn man das von Anfang an gewusst hätte. Deiner Entwicklung. Das Problem. Dass da warm wird, ist, wenn die gesättigt ist, hast du ja eine Spannung, die auf die Basis durchgeschaltet wird. Ja. So, wenn da permanent nur zu heiß wird, dann ist einfach die Spannung zu hoch. Ja, richtig, genau. Ja. Aber ich würde gerne einen True-Tief bauen mit 9 Volt Batterie zum Beispiel. Ja. Ich habe kein Problem mit den 1,5, aber jetzt nur,
Wenn ich weiß, warum der zu warm wird, dass ich jederzeit die Spannung ein und Spannung ändern kann und dahinter die Schaltung so. So.